Panik-Adventskalender. Türchen 7. Ich hab so Hunger, meckert Tatjana, als sie der Treppe herunterkommt und Erik bei seinem kleinen Nickerchen auf dem Sofa stört. Von dem plötzlichen Reden verwirrt, streckt er sich und meint noch ganz verschlafen, aber zum Ende hin bestimmt: Dann hol dir doch was, aber komm dann zu mir. Daraufhin lächelt sie bloß, geht in die Küche, holt dort eine Packung Lebkuchen und stellt sie vor Erik auf den Couchtisch, ehe sie bemerkt: Aber ich muss auch noch so dringend auf Toilette. Ich wäre vorhin fast gestorben bei der Aufnahme. Der Magen hat voll laut geknurrt und meine Blase hat des Todes gedrückt. Dann entleere sie mal rasch, grinst Erik, woraufhin sie kehrt macht und ihr schmunzelnd die Packung betrachtet. In Gedanken ist er bei seinem Spiel von vor ein paar Jahren, als er die Schachtel immer und immer wieder zurück in die Küche räumte, bis Tatjana an ihrem Verstand zweifelte. Soll er das nochmal tun? Immer noch mit einem Grinsen auf den Lippen steht er auf und bringt die Packung leisen Fußes zurück, ehe er sich wieder so hinlegt wie vorher und so tut, als wäre nichts gewesen. Als sie wiederkommt, ist Erik ganz konzentriert, darauf bedacht, sich nichts anmerken zu lassen. Hatte ich nicht gerade schon den Lebkuchen geholt? Fragt sie verwirrt und dreht sich auf der Stelle um, um ihn zu holen. Dann legt sie sich wieder zu ihm, bettet ihren Kopf auf seiner Brust und öffnet genießerisch die Packung, ehe sie genussvoll hineinbeißt. Willst du auch? Fragt sie mit vollem Mund, doch er schüttelt nur mit einem verbissenen Lächeln den Kopf. Skeptisch richtet sie sich auf und fragt vorwurfsvoll: Ich hatte sie doch schon geholt, oder? Er kann sich nicht mehr zurückhalten, so bringt er ein vor Lachen ironisches "Nein, nein" heraus, woraufhin sie sich schmollend kichernd wieder hinlegt.